herzlich willkommen bei selbstklebefolien.com. Mein Name ist Michael Maus. Heute geht es um das Thema Sonnenschutzfolien. Ich war heute Morgen beim Discounter mit 4 Buchstaben einkaufen und habe gesehen, da liegen Sonnenschutzfolien für die Kunden bereit. Doch kann es ganz schön gefährlich sein, so eine Sonnenschutzfolie ganz einfach zu verkleben. Warum? Darum geht es hier in dem Video. Denn beim Verkleben von Sonnenschutzfolien gelten Regeln, damit das Glas nicht kaputt gehen kann. Besonders bei Thermoverglasung und Mehrfachverglasung muss man nämlich aufpassen, ob man von innen verkleben darf oder von außen verkleben muss. Das, was auf jeden Fall vermieden werden muss, ist, dass durch eine reflektierende Schicht, wenn man von innen verklebt, die solare Energie, die durchs Fenster geht, im Fenster reflektiert, es dadurch zu einem Spannungsriss im Glas kommen kann. Deswegen ganz wichtig, schaut auf die Gebrauchsanleitungen und schaut euch die Folien genau an. Denn ich zeige jetzt gleich, wie man erkennt, ob eine Folie für Außen- oder für eine Innenverklebung aufgebaut ist. Aber noch einmal der Hinweis, wenn ihr euch nicht sicher seid, kauft auf jeden Fall eine Sonnenschutzfolie für die Anbringung von außen. Warum? Hier kann es nicht zu thermischen Reflexionen im Glas kommen, damit dass dieses beschädigt wird. Besonders wichtig auch bei Mietwohnungen. Woran erkenne ich, ob ich eine Sonnenschutzfolie habe, die von außen verklebt werden kann? Das ist relativ einfach. Bei Sonnenschutzfolien haben wir überwiegend einen sogenannten transparenten Liner. Das heißt also hier, durch diese Folie ist die Klebeschicht geschützt. Und der Aufbau einer Sonnenschutzfolie von außen ist folgendermaßen: die Tönung, ja, das ist auf der klebenden Seite, und die reflektierende Chromschicht ist auf der Sichtseite, wie wir das hier schön sehen. Denn nur so haben wir natürlich den Effekt, dass die solare Energie, wenn sie von der Sonne hier aufprallt, nach außen reflektiert wird. Im Umkehrschluss erkennt ihr natürlich eine Folie, die von innen verklebt wird, wenn die chromreflektierende Schicht auf der Klebeseite ist und die getönte Seite auf der Sichtseite ohne Kleber ist. Also nochmals, aufgepasst beim Kauf von Sonnenschutzfolien. Meine Empfehlung ist, geht in den Fachhandel, lest euch ganz genau durch, was ihr für eine Folie gekauft habt. Doch vorher schaut bitte in euer Glas hinein. Hier gibt es sogenannte Laserungen, beziehungsweise baujahrabhängig ist es so, dass bei Thermoverglasungen die Empfehlung ist, dass wir in der allgemeinen Regel von außen verkleben. Nochmals, hier kann es zu Spannungsrissen kommen. Das kann natürlich besonders bei Mietobjekten zu einem Problem werden. Falls ihr Fragen habt zu Klebefolien, hier unten drunter anrufen, E-Mail schreiben, kein Problem. Sonnenschutzfolien, ihr könnt gerne bei uns vorbeikommen, dann zeigen wir euch, wie man diese verarbeitet, wie man diese verklebt, und schauen uns auch gerne mit euch zusammen euer Fenster an, damit ihr auf jeden Fall die richtige Wahl der Sonnenschutzfolie fällen könnt. Ansonsten nochmals meine persönliche Empfehlung, geht in den Fachhandel bzw. sprecht vor dem Kauf einer Sonnenschutzfolie mit jemandem, der Ahnung davon hat, damit es hier zu keiner Beschädigung des Glases kommt. So, dann noch eine Bitte für diejenigen, die Klebefolien interessiert, hier ganz einfach Kanal abonnieren, denn dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal.